letzter Kampf vom heutigen Abend beim Main Event anlässlich von A Night of Boxing aus dem prallvollen Grand Casino Basel und den zahlreichen Zuschauern auf Fight 24. Jetzt geht's los! Der Main Event geht über die Chance von 10 Runden oder 3 Minuten im Mittelgewicht. Ich möchte Ihnen die beiden Kontrahenten kurz vorstellen. Er kämpft aus dem roten Ecken. Er trägt die schwarze Hose mit dem weißen Bund. Er ist 1,78 Meter groß und 71,5 Kilogramm schwer. Er kommt zu uns mit 7 Siegen, 3 davor und Knockout gegenüber einer Niederlage und einem Unentschieden. Geboren in Santiago de Cuba, nennt er jetzt Poznan, Polen, sein Zuhause. Damas y Caballeros, les presenta el representante de los Olmos de Santiago de Cuba. Evander, el delincuente Rivera! Eben gegenüber dem blauen Ecke, er trägt Silber mit schwarzem Bund, ist 1,75 Meter groß und 72,2 Kilogramm schwer. Der Profiboxer ist ungeschlagen in 16 Kämpfen, 14 Sieg bei 2 Unentschieden, 9 grosse Sieg durch Knockout. Er repräsentiert KSSB Boxing. Aus Basel, er ist der World Boxing Council, Francophone Middleweight Champion, das Nummer 1 in der Schweiz. Begrüßen Sie mit mir, man nennt ihn El Volcano Fatto Boxing! Ringfreund zur ersten Runde. Sport, 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 S
ringfrei zur zweiten Runde. Wir haben das Endkunden nach einer Minute 18 Sekunden von der zweiten Runde. Siegen und Knockout! El Volcano! Patel Buccinar!
noch Altner, Alminentit, Fiduasas, Faton, El Vulcano, Luxinai. Faton, los paar Fragen. Schnell ist es gegangen, hast du es erwartet? Ich bin immer parat für 10 Runden, aber wir sind trainiert, dass jeder Schlag, der trifft, muss da arbeiten. Und der Schlag war super, er ist runter, somit ist unser Fight Game aufgegangen. Ist das, etwas, was ihr gesehen habt bei ihm, was ihr euch speziell vorbereitet habt? Wir haben gewusst, er ist technisch sehr gut. Er ist Kubaner, wir wissen, Boxen kommt von Kuba fast. Und wir haben gewusst, er ist technisch, aber ich habe sehr viel Erfahrung mit ihm. Ich kämpfe seit 20 Jahren jetzt mittlerweile. Und ja, bis jetzt ist alles gut gegangen. Wir sind gut vorbereitet. Wir wissen, was wir machen. Unser Training hat einen Sinn, es hat ein Konzept, es hat einen Plan. Und ich setze um. Und alle vier, die bei uns trainieren, können es einfach nachmachen, weil es funktioniert 100%. Jetzt hast du hier gekämpft in diesem doch speziellen Event, Gran Casino Basel. Wie hast du es immer erlebt? Das ist das Geilste überhaupt. Das geilste Publikum, die geilsten Freunde. Es ist eine super Stimmung und ich bin froh, dass ich ihn K.O. schlagen konnte, damit ich euch kann belohnen damit. Danke vielmals, sind ihr alle gekommen. Wenn der jetzt schon, sagen ja, okay, schon. Wenn der jetzt schon. Eine Frage habe ich noch. Erster Kampf für 2023. Wieder Schluck massiv. Erster Kampf für 2023. Was hast du geplant für das Jahr? Gibt es hier einen Titelkampf? Erzähl uns ein bisschen davon. Also, ich bin bereit für jeden Kampf, der kommt. Wir sind gut trainiert, wir haben gut angefangen. Und jetzt kann kommen, was will. Ich bin bereit, wir nehmen das, was natürlich gut für uns ist, an. Wenn es ein Titelkampf ist, natürlich sehr gerne. Wir werden sicher noch ein, zwei Veranstaltungen in Basel machen. Dank meinen Sponsoren, die hinter mir stehen und das ermöglichen werden, werde ich ganz bestimmt dieses Jahr noch einen riesen Kampf hier in Basel machen können. Ich bin froh darüber und kann es kaum erwarten. Wir können es auch kaum erwarten, wie der Reis weitergeht. Gratulation, alles Gute. Merci vielmal, El Vulcano. Faton! Nummer 1, Baby! Nummer 1! Пандей, джебе! Позор на мию душу, пандей, шум, покрикроем! Кетчип дождь, хай никто, пандей, шум! Елит на галуша! Мат мир, ско! Ско, прикон! Атмосфера мат бугу, се ешка, апана, се бана скош! Ям шум и лукташ, хай акам! Пандей, стоф и там! Пандей, джебе! Лове там! Душу! Нонос, бабус! Гетте визе! Шум! Дера, цепкан! Танки, фильмоз! Danke alle, du schon. Faton, znači, jemi në këtë rrasë dhe të drejtë për drejtë në Radio Televizionin e Kosovës, në toa i pak, sa ka qenë vështirë fakti që patën një boksier nga Kuba afër vetës është diçka serioze dhe një boksier në cilin pak kush ka pritur që të da kryje në dyra. Ja,
Meine Damen und Herren, das wär's gewesen. Ein Night of Boxing ist wieder Geschichte. Im Namen von den Sponsoren und Veranstaltern möchte ich mich für das zahlreiche Erscheinen bedanken. Ihr habt eine geile Stimmung gemacht. Ihr seid ein grosses Publikum. Bleibt sie uns treu.